Ich glaube, ihr habt heute ein paar gute Geschichten zu erzählen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silver spielt. Und heute spiele ich mal das Kartenchaos. Das Kartenchaos ist, wie ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt habe, ein sehr besonderer Spielmodus. Denn in diesem Modus ändern sich die Regeln jede Woche aufs Neue. Das Kartenchaos ist auch nur von Mittwoch bis Sonntag verfügbar. Danach ist es von Montag bis zum nächsten Mittwoch deaktiviert und kommt dann am Mittwochabend. Momentan ist der Zeitpunkt immer 10 Uhr abends, blöderweise leider, mit neuen Regeln wieder. In dieser Woche sind die Regeln zum Kartenchaos namens immer auf die Kleinen die folgenden. Jeder Diener, den man im Deck hat und auch jeder Diener, den man sonst irgendwie bekommt, hat nur einen Angriffs- und einen Lebenspunkt, kostet dafür aber auch nur ein Mana. Das erlaubt natürlich einige sehr wilde Strategien und sehr außergewöhnliche Decks. Bei meinem ersten Spiel in diesem Kartenchaos bin ich noch sehr konventionell vorgegangen und habe mir einen Zoo-Warlock zusammengestellt, der also von Haus aus nur ganz viele kleine Diener hat, versucht die gegenseitig hochzubuffen, zu verstärken und dann Synergien zu nutzen. Und während ich das gespielt habe, ist mir aufgegangen, dass das eigentlich ja die langweiligste Art ist, wie man dieses Kartenchaos spielen kann, denn man kann ja auch deutlich teurere Diener nutzen. Daraufhin habe ich mir dieses Magier-Deck zusammengestellt. Das hat natürlich einige Karten wie Arkane Geschosse und Arkane Explosion, um kleine Diener mit einem Lebenspunkt loszuwerden. Eine Reihe von Dienern, die von Haus aus nur wenig Lebenspunkte haben, aber gute Effekte, die also nicht viel verlieren. Diener wie die Mikromaschine und den Naxxramas-Schemen, die über die Zeit stärker werden. Aber dann natürlich auch eine ganze Reihe von großen Dienern, die normalerweise sehr viel Mana kosten, insbesondere legendäre Diener, die dann aber auch extrem mächtige Effekte haben, die man unter diesen Regeln natürlich dann auch ganz am Anfang einer Partie schon nutzen kann. Lustig ist zum Beispiel ein Ghoul direkt im ersten Zug, der wird ja dann mit jedem Zug stärker und die meisten Decks haben keine Möglichkeit, den dann relativ zügig wieder loszuwerden, mit dem kann man also eine ganze Menge machen. Auch so Diener wie Rafam, Nefarian oder Ysera sind am Anfang einer Partie sehr lustig. Die haben natürlich den Nachteil, dass man sie dann meistens, da sie nur einen Lebenspunkt haben, auch schnell wieder wegbekommt. Insofern sind Diener mit Kampfschrei-Effekten hier deutlich im Vorteil. Mit diesen Regeln kann man natürlich sehr viel Spaß haben. Ich werde hoffentlich noch Zeit haben, ein paar Runden mehr zu spielen. Im Folgenden zeige ich euch jetzt einen Clip mit diesem Deck gegen einen Druiden und sage an dieser Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Jaina gegen Malfurion! Ich muss die Wildnis schützen. Ihr habt es so gewollt. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht als Starter. Der Skarabäus ist okay, Nefarian und Ysera sowieso und ja keine Explosion. Damit kann man natürlich auch sehr schön gegnerische Diener loswerden. Schauen wir mal, was mein Gegner so... Okay. Ja, wahrscheinlich hat er sich bei seiner Starthand vertan. Die Harpie. Okay. Gut, die werden wir dann mal als allererstes aus dem Verkehr ziehen. Dazu nehmen wir unsere Arkanengeschosse, machen dabei noch gleich ein bisschen Schaden an seinen Lebenspunkten. Na, Glück gehabt, sie hat noch getroffen. Dann gucken wir mal, was der Skarabäus uns so verschafft. Die sind jetzt natürlich alle drei nicht so besonders toll. Ich habe nicht so viel Zauber im Deck, das heißt der Effekt von der Eides Nachbarn bringt mir zwar nichts, aber die anderen sind noch schlechter, von daher nehme ich die Eides dann doch mal. Androide ist jetzt neben Magier und Schurke mit die Klasse, die am besten mit einem Lebendienern umgehen kann, dank der Heldenfähigkeit. Gucken wir mal, welche Karten wir mit Nefarian von ihm klauen können. Oh, das ist ja gar nicht so verkehrt. Warum dankt er mir jetzt? Ich habe doch die Karten. Ach, ist egal. Manchmal sollte man sich nicht zu viele Gedanken machen, was die Gegner mit ihren Emotes sagen wollen. Der wird jetzt genau meinen Nefarian vernichten. Der ist zwar jetzt nicht mehr gefährlicher als die Eides, aber weg ist weg. Das macht aber nichts, denn wir können jetzt die Mikromaschine spielen. Die wird am Ende dieses Zuges einen Angriff mehr bekommen. Leider nicht leben, es ist ja nicht der Naxxramas-Schemen. Aber wenigstens verliert er dann mehr, als er durch die Rüstung geschützt wird, wenn er jetzt den mit seiner Heldenfähigkeit vernichten möchte. Die Pflege, da wäre natürlich eine super Kombination, wenn ich die zusammen mit einem Chromagus spielen kann. Dann würde ich nämlich alle drei Karten, die ich ziehe, doppelt bekommen. Okay, Spott, ehemals die Kardina. Es ist jetzt nichts, wo man nicht durchkommt.
Und dank unseres Kel'Thuzad-Tier kann ich sogar mit meinen Dienern sehr verschwenderisch umgehen. Sie kommen ja am Ende des Zuges alle wieder. Das bedeutet zwar wahrscheinlich auch, dass er meinen Kel'Thuzad als nächstes zerstören wird. Auf der anderen Seite hat das den Vorteil, dass meine Isera dann vielleicht ein bisschen länger durchhält und ich sie ein bisschen häufiger benutzen kann, beziehungsweise ihren Effekt. Mal gucken, welche Karte habe ich da jetzt eigentlich von Isera bekommen. Albtrauma, schick. Gut, werde ich vielleicht noch Gelegenheit bekommen einzusetzen. Okay, das war es dann für meine Isera. Frostwolf Kriegsfürst. Okay, der hat jetzt zwar zwei Leben, das ist aber auch kein Problem. Ironischerweise dank des Druiden, weil den kann ich ja relativ gut mit den lebendigen Wurzeln. Und vorher spielen wir einmal noch den Mechadrill und bekommen noch einen Diener mehr aufs Feld. Und je mehr Diener wir auf dem Feld haben, desto besser können wir zum Beispiel eine Karte wie den Albtraum benutzen. Aber machen wir noch nicht diese Runde. Ich denke mal, er wird meine Eidis noch ein bisschen in Ruhe lassen. Das ist jetzt nicht die größte Bedrohung auf dem Feld. Von daher kann ich sie immer noch später mit dem Albtraum versehen. Ich werde irgendwie aus seinem Deckaufbau nicht richtig schlau, weil man hätte eindeutig aus den Regeln dieses Kartenchaos deutlich mehr rausholen können. Das Deck ist ein bisschen sehr konventionell gemacht. Also jetzt nicht so konventionell wie zum Beispiel das Zoo-Deck, mit dem ich am Anfang gespielt habe, sondern einfach nur sehr viele, sehr normale Karten. Von daher, das bringt bei diesen Regeln, die hier gelten, nicht so wirklich viel. Ich weiß nicht, vielleicht war auch das mit dem Fehler, den er ganz am Anfang per Emote ausgedrückt hat, gemeint. Chromagus, das ist natürlich sehr schön. Den kann ich jetzt mit der Pflege kombinieren, die ich von meinem werten Gegner hier bekommen habe. Und alle Karten verdoppeln. Und wir kriegen Reno, das ist schon nicht verkehrt. Können wir uns nochmal hochheilen. Ach, der Gruul, na wunderbar. Der doppelt ist natürlich super. Und Dr. Boom, das ist ja das richtige Who is Who. Der... Oh, okay. Oder so. Schade, ich hätte da gerne noch ein bisschen weitergespielt. Aber sei es drum.